Wir hatten heute die Lean Partners zu Besuch, die uns erstmal einen grundlegenden Überblick über die Scrum-Methode gegeben haben, wo sie herkommt, wie man sie anwendet und sind dann mit uns in Praxisbeispiele reingegangen. Wir haben eine Lego-Burg gebaut, was total spannend war und ein total cooler spielerischer Ansatz war, auch mit dem Team direkt diese Methode anzuwenden. Scrum ist eine Methode bzw. ein Prozess für agiles Arbeiten im Projektmanagement. Scrum wird im Projektmanagement angewendet, um zum agilen Arbeiten zu kommen. Gegenstück ist im Prinzip das klassische Projektmanagement, wo wir statisch lange Pläne schmieden und diese dann stringent durchführen. Das funktioniert auch gut, solange der Plan auch so aufgeht, wie man ihn plant. In der Realität sieht das leider anders aus. Und darum geht es bei Scrum. Also Scrum ist im Prinzip eine Methode, die den Weg zur Agilität bereiten soll. Was wir heute machen, ist, dass wir die Mitarbeiter und die Führungskräfte insofern ausbilden, dass die selber die Prozesse verbessern können. Das heißt, das Know-how bleibt in der Firma. Die haben es auch selber gemacht. Die Identifikation mit dem Thema ist sehr groß. Und insofern bleiben diese Projektergebnisse dann über sehr lange Zeit auch tatsächlich stabil. Seminare wie heute sind wichtig für die Entwicklung eines Unternehmens, wenn man seinen Blick unglaublich gut schärft für Projekte, für die Arbeitsweisen auch zwischen Teammitgliedern und das Verständnis dafür aufbaut, wie auch Aufgaben ineinander greifen. Ich denke, der absolute Kernpunkt von solchen Seminaren und Trainings ist, einfach mal über den Tellerrand hinauszublicken und auch einfach mal aus dem Arbeitsalltag auszubrechen, sich einfach mal wirklich einen Tag Zeit zu nehmen, sich mit etwas Neuem zu beschäftigen. Dass wir eine Methode haben, mit der die neuen Generationen einfach wunderbar und schnell arbeiten können und denen entgegenkommen. Deswegen halte ich das Scrum für zukunftsweisend einfach. Wir werden nicht drum rumkommen. Es ist die Frage nur noch, ob Sie dann selber daran teilnehmen wollen und es formen wollen oder ob Sie das einfach aussitzen und sagen, ja, ich mache jetzt weiter Projektmanagement. Ja, findet euren eigenen Weg. Ich glaube, jede Firma muss ihren eigenen Weg finden. Ja, ich sage jetzt nicht, Scrum, das ist es, sondern Scrum ist ein Teil und davon sind Teile für euch sehr, sehr wertvoll. Und für jede Firma. Eine andere Firma würde andere Sachen rausziehen. Zu schauen, was gibt es denn alles, es mal auszuprobieren, dann darüber zu diskutieren und Versuche zu machen. Was funktioniert, übernehmen, was nicht funktioniert, Versuch machen, sein lassen. Inkrementell zu sagen, okay, wie entwickeln wir uns als Firma weiter?